So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute. Sehr schön. Am 27. September 2021. Ich muss jetzt ganz kurz hier schauen. Ich musste nämlich einmal hier den Stream Key neu hinterlegen. Aber es sieht danach aus, als wenn alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Es wird alles gestreamt. Okay. So, good connection, das sollte auch alles gut sein. Also wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder nicht Probleme habt, wenn alles in bester Ordnung sein sollte, lasst es mich bitte ganz kurz über die Chatbox wissen. Aber soweit ich das hier zumindest bis dahin überblicke, ist alles gut. Und ja, ich habe schneller den Streamkey gefunden als die Berliner Wahllokale. Die Wahlzettel. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Also, Bundestagswahl ist durch. Wir werden heute natürlich einen Blick drauf werfen. Schaut euch die Performance im DAX an. Geschuldet wahrscheinlich dem Umstand, dass der Wirtschaftskompetenz der Kanzler es von allen werden wird, ne? Herr Scholz, der hat sehr viel Erfahrung im Bereich Wirecard, Cum-Ex und Co. Und da jubeln natürlich die Finanzmärkte, denn da können sie davon ausgehen, dass ihnen einiges mehr durchgeht, als wenn das ein etwas, nennen wir es mal, restriktiverer Kanzler dann eben tatsächlich wird. Ja, Spaß beiseite, natürlich nicht. Ja, wird es so sein, so zumindest ist mein Eindruck, dass wir keine regierungsfähige Mehrheit finden werden. Das ist meine persönliche Einschätzung diesbezüglich. Ich habe gestern dieses Ergebnis gesehen, nach 20 Minuten, als die ersten Hochrechnungen da waren. Das war ja noch relativ vage alles. Aber diese Pattsituation, die sich heute herauskristallisiert hat, die macht tatsächlich dann Herrn Lindner und die FDP zum Königsmacher. Das hatten wir schon vor einigen Monaten mal zum Thema gemacht. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht daran. Ich bin mir gar nicht auch so sicher, ob wir das hier im Morning Meeting gemacht hatten oder ob ich das nicht auf einem Vortrag, auf einer Podiumsdiskussion damals bei der World of Trading gemacht hatte. Da war das auch mal kurz ein Thema, nämlich auch im Hinblick auf mögliche Strategien, wie man auf diese Bundestagswahl, wie man in die hinein traden kann. Und naja, also Fakt ist auf jeden Fall, ich hatte gesagt, am Königsmacher potenziell Herr Lindner. Jetzt muss ich mittlerweile gestehen, wenn Herr Lindner wahrscheinlich eine Koalition präferieren dürfte, würde ich aktuell rein aus meinen Gefühlen her sagen, dass er Jamaika definitiv bevorzugt, aber nicht, weil er glaubt, dass die CDU dort ein derart starker Partner in diesem Zusammenhang wäre, sondern weil er einfach mal mit Herrn Laschet schon Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen gemacht hat. Insofern glaube ich, ist da eine Verbindung, die eben nicht mit dieser Ampelkoalitionsgeschichte eben gegeben ist. Dann wiederum muss ich allerdings gestehen, vor dem Hintergrund der jüngsten Kommunikation, auch wenn sicherlich viel Wahlkampfgetöse war, ist es so wahrscheinlich, dass die Grünen dann mit der CDU in diesem Zusammenhang koalieren, Stichwort Klima. Dann muss man allerdings auch wahrscheinlich sagen, im Hinblick auf Klima, Nachhaltigkeit, Fridays for Future, diese Bewegung, die Stärken, die Stimmen, die da laut werden und so weiter, dann drängt sich wiederum die Frage auf, nun ja, wie sieht es dann eigentlich da aus mit den Vorgaben seitens der SPD? Muss ich ehrlich gestehen, habe ich jetzt nicht so viel von gehört, denn mittlerweile ist es ja, hat schon hat es Einzug gehalten, in den Duden etwas zu scholzen, ja, einfach nur zu grinsen wie ein Schlumpf und nichts zu sagen und im Endeffekt sich auf diesem Weg dann eben irgendwelche Stellen zu sichern. Wie gesagt, oder sich an nichts zu erinnern, Stichwort Wirecard, Cum-Ex, gut, jetzt genug der Ketzerei. Also wir werden auf jeden Fall einen Blick drauf werfen, die bullische Performance im DAX überrascht aktuell, der Euro rollt so ein bisschen über, rollte zurück unter die 1,17 in diesem Zusammenhang und ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt der Wegbereiter ist, diese Hängepartie, die sich politisch eben abzeichnet. Ich hatte gerade schon gesagt, potenziell sogar Neuwahlen, die ich da sehe, einfach weil sich Koalitionsgespräche unglaublich schwierig darstellen werden. Herr Laschet und Herr Scholz, große Koalition ist, glaube ich, vom Tisch. Ich glaube, das wird man sich nicht geben. Dafür ist zum einen die SPD nicht zu haben, nach diesem jetzt überraschenden Wahlerfolg. Zum anderen wird Herr Laschet auch gar nicht zurückziehen wollen. Stichwort Söder und eben hier die Kanzlerkandidatur in diesem Hinblick. Da hat man schon gesehen, dass der offensichtlich bereit ist, hier alle Register zu ziehen und da mit Sicherheit dann nicht bei solch einer Pattsituation, wie sie sich dort darstellt, entsprechend zurückziehen dürfte. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Unterm Strich bleibt einfach, dass die Situation sich wahrscheinlich in den kommenden Monate sehr, sehr durchwachsen präsentieren dürfte, sehr ziehend, sehr zäh präsentieren dürfte. Und am Ende würde ich mal davon ausgehen, dass es tatsächlich sogar in Richtung Neuwahlen geht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber unabhängig davon, die nächsten 4, 5 Monate, gehe ich mal davon aus, wird es hier keine regierungsfähige Mehrheit erstmal geben. Und es werden erstmal Sondierungsgespräche und Co. geführt, so wie man das eben jetzt hier macht. Dann ist man allerdings wahrscheinlich schon weiter als der Berliner Senat, der wahrscheinlich sogar noch nach 5 Monaten die entsprechenden Wahlzettel eben sucht und versucht eben diese entsprechend vor Ort.
So, wir wollen uns zunächst einen Blick auf den Risikohinweis gönnen. Also, Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, kann gegen einen wirken. Wir werden im Folgenden auf ganz besonders den DAX blicken, auf den Euro-US-Dollar-FX-Produkte blicken, aber natürlich auch auf Aktien in diesem Zusammenhang. Vollständiger Risikohinweis findet sich auf markets.com/de. Dort auch alle Informationen rund zur Produktpalette von Markets. An dieser Stelle auch physische Aktien sind dort verfügbar. Investlösungen, ETFs und dergleichen. Werft dort gerne einen Blick drauf. Gerne ladet euch durch ein Demo runter. Ich werde auch gleich noch den Link hier zur Demo einstellen in die Chatbox. Eine E-Mail gerne an Elena bezüglich eurer Fragen. Wenn ihr Fragen rund um die Märkte habt, jederzeit gerne die Möglichkeit nutzen, mit mir in Kontakt zu treten. Gerne unterhalb dieses YouTube-Videos oder über Twitter oder über meine Website jk-trading.com/forum. Da habt ihr eine Trading-Chatbox, wo ihr mit mir in Kontakt treten könnt oder ihr schickt mir eine E-Mail oder, ja, ich glaube, das war es erstmal. Und dann switchen wir hier einmal rüber in die MarketsX Handelsplattform und ich teile eben zum einen erstmal, schaue ich in die Chatbox, ob hier alles gut ist, aber das sieht gut aus. Das ist schon mal ein sehr, sehr schönes Zeichen. Und dann mache ich mal eben hier ein MarketsX und stelle mal eben den Link ein. Moment. Den habe ich hier hinterlegt, So, da ist er. Also, wie gesagt, wir können sehen, im Hinblick auf den DAX an dieser Stelle können wir erkennen, dass dieser zunächst mit bullischen Vorgaben eben in die Handelswoche startet und dass sich hier zunächst einmal, ja, vielleicht auch in gewisser Form so ein wenig eine Erholung herauskristallisiert, weil es die Linken fast nicht geschafft haben. Das ist ja ganz wichtig. Stichwort Direktmandat, das sind drei. Dadurch werden die trotz des Umstands, dass sie nur 4,9% haben, dennoch mit einer Fraktion im Bundestag vertreten sein. Etwas weniger als 40 Abgeordnete, die dann, glaube ich, da sitzen. Der Bundestag grundsätzlich, der wird jetzt auf, ich glaube, fast 1000 Abgeordnete anwachsen, ausgehend von der fehlgeschlagenen Wahlrechtsreform, glaube ich, so hat man das genannt, was auch alles sagt. Ja, wir werden immer bürokratischer. Also eigentlich ist diese Wahl auch im Hinblick auf diese Fragmentierung des Bundestags und dass es jetzt nur noch möglich ist, eben in einem Dreiergestirn im Grunde genommen eine regierungsfähige Mehrheit, sofern man sie überhaupt als regierungsfähig bezeichnen darf, ist das eigentlich alles andere als von Vorteil. Und ich glaube, ja, vielleicht darf man es auch mal so plump formulieren, der Anfang vom Ende. Also ehrlich gesprochen, ich muss sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich hier irgendetwas dramatisch ändern wird. Das ist im Grunde genommen eine Soße. Also die Parteien untereinander, die unterscheiden sich ja gar nicht. Das muss man ja einfach mal so sagen, mit Ausnahme jetzt eventuell der AfD, die da ein bisschen versucht, ein Profil zu zeigen, wo man aber vielleicht gefühlt auch nicht so wirklich weiß, wer dort im Hintergrund die Fäden zieht, welche Lobby dort eben entsprechend agiert. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass diese Zähigkeit, die wir jetzt erwarten dürfen, etwas sein wird, was sich über die kommenden 4 Jahre eben zeigen wird. Wie gesagt, wenn Herr Lindner erneut Nein sagt, weiß ich jetzt auch nicht, wie er dann in diesem Zusammenhang oder die FDP generell, ob man sich das geben wollte, ausgehend von auch den schon vor 4 Jahren ja fehlgeschlagenen Koalitionsverhandlungen, damals im Hinblick auf Jamaika, da hat man ja auch gesagt, das macht man nicht und dann musste man wohl über übel in eine große Koalition. Ich glaube, wie gesagt, das ist jetzt vom Tisch, diese Option und demnach, also ich bin wirklich sehr gespannt, wie sehr sich dort die FDP bereit ist, an der Stelle wirklich zu verbiegen. Da könnte sie vielleicht viel Credit dann auch für die nächsten Wahlen eben tatsächlich gewinnen. Oder dann nicht nur in 4 Jahren, sondern auch vielleicht sogar für eine potenzielle Neuwahl, die vielleicht ansteht, um dann etwas Regierungsfähiges auf den Weg zu bringen. Ich will es auch nicht beschreien. Also ich habe das tatsächlich an der Stelle von mir in der Form nur jetzt sehr konkret diesen Gedanken gefasst. Ich habe noch, sofern ich es überhaupt mitverfolgt habe, also ich habe mir ein bisschen die Kommunikation rundherum angeschaut, aber en Detail bin ich nicht eingestiegen. Da habe ich gestern mir einfach einen schönen Abend mit meiner Frau gemacht. Deswegen also ist nicht ja wirklich die Motivation, da jetzt zu wissen, wie diejenigen, welchen sich als Sieger deklarieren und alle haben gewonnen und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann lassen wir ein paar Luftballons fliegen und ein paar Luftschlangen, die wir uns gegenseitig um den Hals wirbeln. Also dieser Eindruck, der entsteht ja da, alle haben gewonnen.
Und unterm Strich der einzige große Verlierer bei der ganzen Sache scheint eben der deutsche, nicht nur Wirtschaftsstandort zu sein, sondern Deutschland auch als Gesellschaft scheint da einfach potenziell zu verlieren. Und also jetzt aber unabhängig von meiner persönlichen Einschätzung diesbezüglich, wie gesagt, das ist überraschend, dass der DAX darauf reagiert. Nochmal, die Linke, wie gesagt, Rot-Rot-Grün, das war ja so ein Damoklesschwert, was über dem, vielleicht auch nicht nur im Markt, sondern auch über uns als Gesellschaft eben schwebte. Gestern, wie gesagt, kam dann ja kurzzeitig Hoffnung auf, dass dort eben tatsächlich nicht nur, dass das dort eine Mehrheit sich für solch eine Koalition herauskristallisiert, sondern dass die Linke vielleicht sogar gar nicht in den Bundestag einzieht. Das ist knapp, hat es dann doch schlussendlich gereicht. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass wir hier das klassische politische Börsen haben, kurze Beine zu sehen bekommen dürften, wenn überhaupt, also sofern das überhaupt ein politischer Impuls ist, der hier geliefert wird. Am ehesten muss ich sagen, wäre es so, dass mit der Rückeroberung der 15.700er Marke, wo wir uns gerade hier schwer tun, das sieht man relativ deutlich, wir handeln zwar oberhalb des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, aber ein deutlicher Push mit der Markierung höhere Hochs oberhalb von 15.700 Punkte, das gelingt halt nicht. Und das ist ein Indiz dafür, dass es das vielleicht auf der Oberseite schon wieder gewesen sein könnte. Zumindest jetzt bis zur US-Eröffnung, dass wir ein erneutes Überrollen sehen. Und dann muss ich allerdings auch sagen, eigentlich trübt sich das Bild für den DAX erst unterhalb von 15.400 Punkten ein. Also es könnte durchaus sein, dass wir jetzt hier zwischen 15.7 und 15.4 impulslos hin und her pendeln und eben dann in diesem Zusammenhang fremdgesteuert auf entsprechende Impulse seitens der US-Märkte besonders eben warten. In diesem Zusammenhang muss ich allerdings sagen, ist der Vorteil dann eher auf der Long-Seite zu suchen, weil ich die US-Märkte insgesamt eher als bullisch erachte. Und das gilt ganz besonders im Hinblick auf die jetzt jüngst auszumachende Performance im S&P. Wir sind da noch nicht über den Berg auf der Unterseite nach den letztwöchigen bärischen Abschlägen und der Attacke eben hier auf die, jetzt muss ich kurz überlegen, 4.300er Region war es, glaube ich. Also, wir müssen die 4.500 zurückerobern in dieser Konstellation, aber ich würde mal sagen, die Chancen dafür stehen verhältnismäßig gut, denn wir haben letzte Woche eben auf die Fed eine sehr, sehr starke Reaktion einfach zu sehen bekommen, ausgehend eben von der Fed-Sitzung, die man weiterhin gemeinhin eigentlich als alles in allem sehr, sehr hawkisch eigentlich, also sehr hawkisch ist jetzt eine sehr übertriebene Formulierung, aber Reduktion der Anleiheaufkäufe, das konnte man erwarten. Was darüber hinausgehend halt von Interesse ist, ist dann eben zu sehen, wie die Erwartungshaltung seitens der Marktteilnehmer oder auch seitens der Fed-Offiziellen selbst eben im Hinblick auf Zinsanhebungen sich darstellt. Und da muss man eben sagen, es ist eben so, dass wir eine überraschend hawkische Haltung eigentlich gesehen haben mit ersten Zinsanhebungen, die Ende 2022 erwartet werden. Und darauf hat der Markt, also besonders der S&P, sehr, sehr stark reagiert. Und daraus schließe ich eben, dass es hier wahrscheinlicher eher zum Push über die 15.7 im DAX dann reicht und darüber hinausgehend zu einer Attacke zeitnah dann auf die 15.800er Region beziehungsweise darüber die 15.9 und dann eben die Allzeithochs im Mittelpunkt des Geschehens rücken, als dass wir eben hier, sofern es ruhig bleibt am Markt, keinerlei externe Faktoren sich in irgendeiner Form zeigen, dass es dann eben hier zu einem erneuten Push auf der Unterseite eben tatsächlich kommt. Also alles in allem neutral, mit eher bullischer Tendenz, aber nicht durch bestimmte Impulse, sondern eher durch fremdbestimmte, die dann seitens der US-Märkte zu erwarten sind. So, hier gucken wir einmal auf den S&P. Ich gucke auch mal ganz kurz in die Chatbox. Sehr schön. Also hier scheint schon mal alles soweit fein zu sein. Also übergeordneter Aufwärtstrendkanal innerhalb dem wir immer noch handeln. So. Passt du mal hier so ein bisschen an. So. Einen Moment, den ziehe ich mal kurz hier raus. So. Und dann erkennen wir auch hier die 4.500, naja. 480 ist es, 500er Region. Also ich habe es rund gemacht. So, das ist jetzt ein erster potenzieller Schlüsselbereich, so möchte ich den mal bezeichnen. Also das ist 4480 ungefähr, vielleicht auch ein Stück weit höher. Wie gesagt, die 4500er Region, das ist so dieser Schlüsselbereich, den es jetzt zu beobachten gilt. Und sobald wir über 4.500 Punkte laufen würden, wäre an dieser Stelle eben meiner Einschätzung nach damit zu rechnen,
dass wir dann zügig in Richtung Allzeithochs wieder uns aufmachen und in dieser Konstellation eben dann auch der DAX sich im Windschatten entsprechend eben bullisch präsentiert und eben diesen Push zu sehen bekommt, der uns eher über 15.7 Querstrich in Richtung 15.9, 16.000 eben führt, als dass es eben zu diesem Überrollen auf der Unterseite kommt. Und auch insgesamt sind da einige Kandidaten, die sich sehr, sehr vorteilhaft derzeit präsentieren. Also im Hinblick eben auf den zum Beispiel Aktienkurs von Tesla. Wo habe ich es? Da oben. So. Tesla ist weiter extrem stark. Und ich bin, ehrlich gesprochen, bin ich sehr gespannt. Aber hier, da fehlt tatsächlich was. Das ist ein bisschen Kurshistorie ist da vorhanden, ist da abhanden gekommen, in Anführungsstrichen. Schon übers Wochenende hatten wir ein Update hier. Und das ist ein bisschen ungünstig. Also, woran erkennt man das? Das erkennt man im Umstand, dass hier die Aktie bei 7,73 handelt. Noch kein Handel übers Wochenende stattgefunden hat. Und wir hier noch bei 710 eben tatsächlich stehen. Also, das ist 27. August. Also, da fehlt ein bisschen was hinten raus. Wir machen mal ganz kurz Folgendes. Ich mache mal hier den Tesla-Chart dann auf bei mir. Also, hier kann man das erkennen. Ich mache das vielleicht auch mal ein bisschen größer. So, Daily. Zack. Also, wir laufen jetzt in die Delivery Numbers von Tesla, die jetzt kommendes Wochenende bzw. zu Beginn der kommenden Handelswoche eben präsentiert werden. Und wir laufen hier, man kann es ja erkennen, in einen charttechnisch durchaus brisanten Bereich. Wir haben hier eine Region, das ist ungefähr Bereich April-Hochs, 780. Und wenn wir diesen Bereich rausnehmen und das oberhalb konsolidierend zeigen können, dann spielt das einem zeitnahen, also beziehungsweise dann in Quartal 4 noch erfolgenden Tests und Run in Richtung der Allzeithochs deutlich in die Karten. Also die Sache ist, wir stellen uns aktuell so ein bisschen die Frage, welche Titel haben das Potenzial, hier outzuperformen? Also das heißt, welche Titel bieten für unser Kapital einfach die attraktivsten Chance-Risiko-Verhältnisse? Und jetzt in Bezug auf den breiten Markt könnte man natürlich den S&P oder den Nasdaq heranziehen, aber wir sind dann natürlich an dieser Stelle als Trader auf der Suche nach eben potenziellen Outperformern, bullischen Outperformern. Und die könnten wir tatsächlich in Tesla finden. Also hier könnte in Tesla wirklich ein Break über die 780 infolge der Delivery Numbers sich abzeichnen. Wir haben, man kann es hier sehen, das sind die anstehenden Earnings, die kommen am 27. Oktober, also das ist ein Monat von heute. Und wie gesagt, wir haben dann eben entsprechend die Delivery Numbers, die jetzt schon Anfang des Monats stattfinden. Sprich, sollten diese Delivery Numbers, also diese Lieferkennzahlen, sollten diese die Erwartungshaltung des Marktes deutlich übertreffen. Ich gucke mal ganz kurz, Delivery Numbers Tesla. Q3 2021. So, haben wir da. Ja. By Quarter. Ja, das Statista, das ist schon mal nicht schlecht. Aber das ist. Ja, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut, weil das erstmal eine Information ist, die nur die alten Zahlen beinhaltet. Einen Moment, ich guck mal kurz. Hier was findet. Mal gucken, vielleicht hat er hier der Motley Fool. So. Einen Moment, einen Moment, einen Moment. Ja, Oktober 3. Also, okay. Einen Moment. Das sind Artikel, das sind englischsprachige Artikel, aber man kann hier unten ein paar Details eben tatsächlich in diesem Zusammenhang finden und da kann man: Investors will likely get to see how many vehicles Tesla delivered in Q3 by October 3rd. Also das ist jetzt am kommenden Sonntag, wie ich schon sagte, das kommende Wochenende eben. Genau, weil Tesla normalerweise seine Quarterly, also seine quartalsweise ausgelieferten Vehicles, also Autos, weil diese die normalerweise innerhalb von 3 Kalendertagen
nach dem jeweiligen Quartalsschluss entsprechend eben veröffentlichen. Was in dem Zusammenhang eben klar ist, wie wichtig diese Zahl ist, will ich vielleicht auch mal ganz kurz hier zeigen. Ganz kurz auf Twitter gehen. Und dann zeige ich euch mal einen Tweet von Elon Musk. Ich muss mal jetzt allerdings schauen, ob der. Ob der das hier offiziell überhaupt getweetet hat. Just me, congratulations. Space, space. Okay, space, space, space. Augenblick. Könnte auch sein, dass es das gar nicht drin steht. Also er schrieb auf jeden Fall etwas, dass er die Mitarbeiter von Tesla anspornt, full hardcore zu gehen. Ich weiß, vielleicht ist es auch in diesem Artikel geschrieben. Mal kurz gucken. Supply. Nee. Super hardcore. Ja, okay. Ist auch nicht so. So wichtig ist es auch nicht. Also auf jeden Fall, was sich innerhalb dieses Statements eben widerspiegelt von Musk, denke ich, ist ganz klar, dass hier diese Zahlen eine ganz entsprechende Brisanz eben besitzen. So. Und jetzt für uns ist das tatsächlich erstmal nur sekundär. Uns interessiert das, was wir aus trading-technischer Perspektive daraus machen können. Wir nehmen jetzt nochmal den Chart hier. Und in dem Zusammenhang ist es jetzt eben so, dass ich sagen würde, diese Delivery Numbers, wenn die in der Lage sind, durch eine deutliche Überraschung auf der Oberseite, trotz aller Lieferketten, Engpässe, Unterbrechungen und dergleichen, einen Push über diesen Widerstandsbereich eben rund gesprochen $800 eben auf den Weg zu bringen und wir uns oberhalb konsolidieren zeigen können. Also vielleicht gehen wir auch ein Stück weit tiefer und nehmen hier diese Region ungefähr um diese ehemaligen Hochs, die sich dort jetzt in den letzten 2, 3 Wochen herauskristallisiert haben. Das ist so der Bereich $760 ungefähr, die Aktie. Wenn wir es dann schaffen, oberhalb dieses Bereiches konsolidieren zu präsentieren, dann ist das durchaus ein sehr starkes Signal, welches eben einen bullischen Katalysator finden kann mit den Earnings, die anstehen. Wie gesagt, wir haben hier verhältnismäßig hohe Erwartungshaltung auch. Earnings per Share an der Stelle $1,38 pro Aktie. Also wenn man sich ja mal anschaut, von wo wir hier kommen. Wir haben berichtet gesehen für das zweite Quartal ein Earnings per Share von $1,45, hier von 93 Cent. Und wir sind, man kann es hier sehen, also wir sind eigentlich, sind wir aus einem verhältnismäßig niedrigen Bereich innerhalb recht kurzer Zeit gekommen. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Wir sehen hier kontinuierlich jetzt, im Grunde genommen über die letzten 2 Jahre, trotz Corona und dergleichen, sehen wir eben eine positive Tendenz. Das ist noch nicht so lange her. Das ist ja die Grundvoraussetzung in der Tat sogar hier gewesen, dass eben Tesla überhaupt dann in den S&P aufgenommen wird als profitables Unternehmen. Und wir sehen also, noch in 2019 hat die Firma hier Cash verbrannt, dann kamen die einigen diese Entwicklungen rund um den Verkauf beispielsweise von Umweltzertifikaten, die Tesla es geschafft haben, dann im positiven Territorium sich etablieren zu lassen. Dann die Aufnahme in den S&P, die dann diesen aberwitzigen Run auch post der Wahl von Joe Biden, Stichwort regenerative Energien und dergleichen, initiiert haben, diesen vertikalen Kursanstieg nach sich gezogen haben. Wir sind innerhalb dessen, dieses Runs hier, relativ weit ahead of ourselves gelaufen, sagt man. Also das heißt, wir sind relativ erwartungsfroh, mit hohen Erwartungen in diese Growth-Geschichte dann eben gestartet. Und was wir jetzt über die letzten Monate gesehen haben, ist einfach, dass die Zahlen wirklich diese Kursentwicklung begonnen haben, dann auch in den Zahlen wiederzuspiegeln. Und das ist wiederum etwas, was eben nach dieser Konsolidierung, die jetzt hier nach 12 Monaten stattfindet, die Wahrscheinlichkeit recht hoch werden lässt, meiner Einschätzung nach, dass es dann eben zu diesem früher oder später erfolgenden Bruch kommt und dann entsprechend eben wir uns darauf einstellen sollten, dass die Aktie wieder deutlich über $1.000 die Aktie läuft. Und dieser Ausblick, also das heißt dieser Gesamtkontext, in dem wir uns hier wiederfinden, lässt Tesla vor dem Hintergrund dieses eigentlich recht positiven Bildes, was ich hier für die US-Equities post jetzt diese Entwicklung auch nach der Fed und Taper und dergleichen eben skizziere, lässt einfach mal Tesla als Cherry anmuten, so möchte ich es mal nennen. Also was wir jetzt machen, ist, wir betreiben so ein bisschen Cherry Picking. Wir sehen einfach übergeordnet,
ist der Markt relativ weit schon gelaufen. Aber Chance-Risiko-Verhältnis ist technisch, gibt es immer noch die ein oder andere attraktiven Aktien, einen oder anderen attraktiven Titel, der sich da vielleicht eben anbieten könnte. Und Tesla scheint da ein sehr, sehr guter Kandidat eben zu sein. Durch das schöne, in Anführungsstrichen attraktive Growth-Potenzial, was die Aktie hat, zudem eben die technischen Gegebenheiten und das Gesamtkontext innerhalb dessen, wir uns da gerade eben befinden. Also Tesla ist da weiterhin ein sehr, sehr attraktiver Kandidat, der da eine Outperformance eben und der Push über $1.000, der uns entweder jetzt noch in Q4 ansteht oder vielleicht dann sogar im kommenden Jahr auf den Weg gebracht werden könnte. Dürfte, sofern die Situation ruhig bleibt am Markt, keine starke Volatilität in den Markt kommt und dergleichen, dass das eben eventuell dann ein interessanter Kandidat ist hier aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Perspektive. Ja, also das an dieser Stelle zu Tesla. Noch ein zweiter Einzeltitel, ist jetzt zwar nicht so der mega attraktive Titel in dieser Konstellation. Das ist ja blöd. Irgendwas ist da schiefgelaufen, kann das sein? Ich glaube, ich muss da mal ein kleines Update dann fahren der Plattform. Das habe ich jetzt heute früh gar nicht gesehen, als ich hier aufgemacht habe, dass hier die Kurse abgeschnitten sind. Ja, FedEx ist auch ein potenzieller Kandidat. Letzte Woche ja mit eher durchwachsenen Earnings, relativ scharf auch abverkauft worden. Ist jetzt von seinen Hochs markiert hier um $320 noch im Mai, Juni, roundabout, Allzeithochs. In der Zwischenzeit über 30% korrigiert. Ist jetzt in eine unglaublich interessante Region vorgestoßen. 2,25, 2,26, 2,27. So, das ist jetzt, sind so Gefilde. Das sah jetzt nicht besonders stark aus. Dieses Gap Down, was wir letzte Woche von Mittwoch auf Donnerstag gesehen haben, auf diese durchwachsenen Earnings. Wir sind auch am Freitag nochmal eher, haben wir eher Abgabedruck gesehen, haben also diese bärische Tendenz weiter fortgeschrieben. Also nicht dramatisch, das ist jetzt kein High-Beta-Stock mit hoher Volatilität oder dergleichen. Und nunmehr ist es so, dass ich sagen würde, wir sind relativ stark überdehnt einfach auf der Unterseite. Also das heißt, für kurzfristig orientierte Trader scheint es durchaus im Bereich des Möglichen, hier mal sich mit kleinem Risiko Long zu positionieren in Erwartung, dass es zu einem Push zurück in Richtung der Mid-230s bis Higher-230s kommt. Also das heißt, zwischen 235 bis 240 eine Gegenbewegung in diese Gefilde eben einkalkuliert werden sollte, was eben, wie gesagt, von dem Hintergrund dieses kleinen Risikos hier auf der Unterseite durchaus interessant anmuten dürfte. Ich zeige mal ganz kurz auch den Two-Day-Weaver vielleicht und hier dann zack, das Volumen. Also das gilt ganz besonders. So könnte man das vielleicht auch anhand einer konkreten Zahl eben hier dann entsprechend einfangen. Das gilt allerspätestens, wenn wir diesen Two-Day-Rewap zurückerobern würden. Also das ist diese orangefarbene obere Linie. Das ist das durchschnittlich gehandelte Volumen, ausgehend von dem, was wir jetzt in der Vorbörse hier sehen, beziehungsweise noch in Verbindung mit dem, was wir am Freitag dann zu sehen bekommen haben. Und sprich anders formuliert, sollte es dann zu einer Rückeroberung der 2,29 allerspätestens kommen, dann wäre das auf jeden Fall ein Signal, welches den Weg bereiten könnte. Der konservative, oder naja, das ist das Szenario des konservativen Traders. Der aggressivere Trader, der wird wahrscheinlich hier in diesen Gefilden schon mit ersten kleinen Risiken versuchen, sich long zu positionieren. Wird mal gucken, können wir die 2,26 halten, ja, also diesen Bereich, beziehungsweise sehen wir einen kurzen Flush da rein und dann wieder ein Quick Rebit und halten uns oberhalb dieses Level, dann würde ich gegen 2,26 eventuell riskieren und würde mit Rückeroberung der 2,29 nochmal ein bisschen was hinzunehmen und dann eben, wie gesagt, darauf spekulieren, dass wir einen Rücklauf in Richtung 2,35 bis 2,40 zu sehen bekommen könnten. Also das wäre nochmal so ein zweiter potenzieller Einzeltitel, der da durchaus interessant wird. Will nochmal ganz kurz hier zeigen, das sind die Earnings, die für diese Woche noch anstehen. Weiterhin natürlich extrem dünn. Also die nächste Earnings Season, die läuft ab Mitte nächsten Monats erst los. Micron könnte allerdings nochmal so ein Kandidat sein. Aktuell heißer Bereich. MU ist das, MU. Direkter Konkurrent von AMD. AMD ist ja Semiconductor, also das bedeutet am Halbleiter-Segment. Aktuell, wie gesagt, ein heißes Thema. Durchaus ein Kandidat für erhöhte Volatilität auf die Earnings. Allerdings dann erst ab Mittwochmorgen von Thema. Also das heißt, wir werden erstmal jetzt hier uns auf die Situation konzentrieren, wie sich besonders die US-Equities im breiten Markt präsentieren. Und dann
morgen nachbörslich erstmal die Zahlen abwarten, die nehmen und dann Mittwoch dafür eventuell eben in Betracht ziehen, hier einen Play auf den Weg zu bringen. Nochmal so ein Kandidat, muss man mal gucken, ob die wirklich heiß ist, die Aktie Bed Bath Beyond. Das ist ein BBBY. Das ist auch so ein potenzielles Waggy-Stock. Also das könnte auch nochmal ganz interessant werden, weniger ausgehend von den Daten, die veröffentlicht werden, als primär eigentlich ausgehend von den von der Volatilität und dem Volumen. Aber da müssen wir auch erstmal abwarten. Eventuell ist das zu viel des Guten und da gibt es gar nicht so viel Volatilität oder Action. Das hängt ja davon dann ab, ob die Aktie und die entsprechenden Earnings auch seitens der Reddit Trading Army aufgegriffen werden. Wie gesagt, ich nenne mal Blue Chip Bereich an der Stelle und besonders im heißen Sektor gerade ist der Halbleiter ist Micron sicherlich ein Kandidat. Aber heute gucken wir erstmal, wie gesagt, auf FedEx, beziehungsweise gucken uns nochmal Tesla eventuell auch in diesem Kontext an, beziehungsweise bereiten schon mal mental eventuelle Gameplans vor, mit denen man dann arbeiten kann. So, blicken wir einfach mal ganz kurz einmal auf Gold. So. Einen Augenblick. Ich gucke mal eben auch hier in die Chatbox. Müsste ich mich erst wirklich einlesen. Martin schreibt, Tesla könnte ein Problem bekommen, da jetzt ja die Grünen in der BED mitregieren und Gewinne aus CO2-Zertifikaten von deutschen Autofirmen niedriger ausfallen. Allerdings ist die Sache, dafür spielt Deutschland wahrscheinlich erstmal grundsätzlich keine so große Rolle. Ausgehend von einfach, naja, also. Man möchte es kaum aussprechen, aber wer ist Deutschland? Also ich glaube, wir haben unser Tafelsilber größtenteils offensichtlich verscherbelt und demnach bin ich mir nicht so sicher, ob Deutschland da überhaupt noch eine große Rolle spielt oder ob das jetzt nicht gerade so eine Art Abschussrampe ist, auf die wir drauf fahren, so achterbahnmäßig und dann es einfach nur noch steil bergunter geht. Zum Unabhängig davon, ob sie grün werden. Ich meine, alleine, dass es eben ein Kanzler Scholz wird, ist mir schleierhaft. Also ich bin wirklich, ich bin, also ich sehe den noch nicht als Kanzler. Ja, so viel will ich auch an der Stelle sagen, aber es ist mir einfach schleierhaft. Es ist mir absolut schleierhaft. Also so ein Ergebnis, das hätte ich vielleicht noch irgendwie hinbekommen. Wenn die Wahlbeteiligung irgendwie katastrophal schlecht gewesen wäre, bei irgendwie 60%, aber ich glaube, wir sind im gleichen Bereich, 76%, 77%, glaube ich, wie vorher auch. Also das heißt, ich bin im Übertragenen wirklich sprachlos. Also ich bin wirklich, wirklich sprachlos, was ich dazu sagen soll. Aber das soll gar nicht Thema des Morning an der Stelle sein. Wie gesagt, ich müsste mich jetzt erstmal einlesen, wie das dann mit den CO2-Zertifikaten in diesem Zusammenhang ausschaut. Aber das könnte auch durchaus ein interessantes Modell möglich machen, welches wir in Zukunft hier auch in unseren Gefilden eben erwarten dürfen. Stichwort CO2-Zertifikate. Also ich habe nämlich in dem Zusammenhang jetzt auch im Hinblick auf Corona, die Entwicklungen drumherum, dass wir jetzt überall nur noch mit QR-Code im Grunde genommen uns einscannen können und dergleichen, was das für Möglichkeiten offenbart. Also jetzt mal Stichwort Einschränkungen auch der Bewegungsfreiheit. Also wir reden hier immer noch von massiven Grundrechtseinschränkungen. Und das darf man auch nicht schönreden. Ja? Also wir reden jetzt nicht nur davon, dass eben Grundrechte dahingehend eingeschränkt werden, dass beispielsweise Demonstrationen untersagt werden, die irgendwie politisch in die falsche Richtung gehen. Auch das haben wir jetzt ja schon gesehen und deutlich mitbekommen, sondern wir reden auch von Bewegungseinschränkungen. Du kannst dich nur noch in bestimmten Bereichen bewegen, wenn du bestimmte Vorgaben, die dir seitens des Staates tatsächlich gefühlt willkürlich auferlegt werden, eben erfüllst. Und jetzt habe ich das einfach mal so ein bisschen durchgespielt. Also habe so einzelne Bausteine mal zu kombinieren. Vielleicht hat dazu einer Gedanken. Also ich würde mich freuen, eure Gedanken dazu zu hören, weil ich könnte mir vorstellen, ich habe da irgendwo einen Denkfehler drin in dieser Betrachtung. Und zwar hat mir ein sehr guter Freund erzählt, dass er ein Fahrtenbuch führt wieder. Also für die Steuer, weil das eben dann ausgehend von dem Aussage seines Steuerberaters viel günstiger wäre, als wenn man da mit diesen Pauschalen eben arbeiten würde, dass man das entsprechend dokumentiert, wo er dort wie tätig ist, wann tätig ist und dergleichen. Und so, also Fahrtenbuch, das ist in gewisser Form etwas, das kennen wir. Ja? Dann
Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Familie irgendwo hinfahre, und meine Frau hat eine Idee, was man sich jetzt so angucken könnte, dann sagt sie, gib es doch mal bei Google ein. Also Google Maps, das ist ja für jeden sofort verfügbar. Greifst du sofort drauf zu, weil dein Smartphone, machst du Klick-Klack und dann gibst du entsprechend die Adresse ein, wo du hinfahren möchtest. Und jetzt habe ich dann weitergedacht und dachte mir, diese Spekulationen hinsichtlich dann CO2, Fußabdruck und dergleichen, die kann man doch noch ein bisschen weiterspinnen an der Stelle. Also beziehungsweise, wie will ich das denn umsetzen? Wie soll man das denn realisieren? Also klar könnte ich den Leuten sagen, ihr bleibt jetzt zu Hause, aber das wird sich ja langfristig nicht durchsetzen können. Also da sind wir uns einig. Ich denke, das kann auch jeder in seinem direkten Umfeld wahrscheinlich schon spüren. Wir haben einfach ein Umfeld, in welchem wir einfach merken, da baut sich immer mehr Unmut auf. Deswegen bin ich auch umso überraschter, dass die Wahl jetzt ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Und jetzt ist dann Folgendes, dass ich mir dachte, vielleicht wird man in Zukunft da konfrontiert sein, dass man einfach entsprechend seine Wege, die man plant zurückzulegen, entsprechend in Google eingeben muss, die dann sofort abgespeichert werden in dem jeweiligen QR-Code, den wir alle auf unserem Telefon haben. Wir sind ja alle miteinander verknüpft. Also jeder, der ein Android hat, der weiß ja, dass er im Grunde genommen als erstes erstmal sein Google-Konto mit seinem ganzen Smartphone verknüpft und im Grunde genommen alles im übertragenen Sinne, was man im Internet oder sonst wo macht, auch nicht nur im Internet, sondern sogar in seinem täglichen Leben, wenn ich über irgendwelche Einkaufsmeilen schlendere oder sonst dergleichen, da fliegen mir da irgendwelche Apps rein, die mir ausgehend eben von den Ads, nicht Apps, Ads rein, die mir dann irgendwelche Angebote, Werbungs- und personenbezogen eben tatsächlich geben. Und jetzt dachte ich mir so, also gebe ich in Zukunft einfach entsprechend eben meine jeweiligen Daten, die ich plane, jetzt abzufahren mit meinem Auto. Und da wird natürlich das Auto auch entsprechend dargelegt und jedes Auto hat bestimmte Verbrauchsparameter, die ich dann entsprechend auch in diesem QR-Code abgelegt sehe, in meiner persönlichen Kartei oder wie auch immer. Und nun ja, dann ist es so, dann wäre es so, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt einmal von, sagen wir mal, Berlin nach Hamburg fahren mit dem Auto. Und dann würde man ausgehend hiervon meinen CO2-Verbrauch relativ zügig kalkulieren können. Und dann würde der Staat im übertragenen Sinne sagen, der würde mir ein bestimmtes Kontingent zugestehen. Und nicht nur mir, sondern allen zugestehen. Und würde dann an dieser Stelle einfach sagen, wenn dieses Kontingent erschöpft ist, dann kannst du zwar fahren, aber dann kostet dich das. Dann musst du entsprechend eben mehr bezahlen, wie auch immer dann diese Abbuchung dann stattfindet. Wenn du das nicht in Anspruch nimmst, dann kannst du aber mit diesen CO2-Zertifikaten handeln. Also das heißt, du kannst sie ja jemandem verkaufen dann. Also jemand, der dann sagt, ich möchte jetzt alle diese Strecke fahren, habe aber diesen Monat schon meine entsprechende Strecke zurückgelegt, dann müsste ich mir die CO2-Zertifikate kaufen und würde dann an dieser Stelle zu jemandem gehen, der sie mir anbieten könnte. Ich würde dann einen Markt schaffen und würde auf diesem Wege vielleicht auch eine Möglichkeit bieten, wiederum eben nicht nur zu spekulieren in diesem Bereich, sondern darüber hinausgehend eben auch hier vielleicht so eine Art Altersvorsorge im Grunde genommen eben zu schaffen. Eine Altersvorsorgemöglichkeit, wo die Leute sagen, ja, wenn ich dieses CO2-Zertifikat spare, weil ich eben nicht mehr irgendwelche Reisen irgendwohin mache, die vielleicht nicht wirklich notwendig sind oder mich größtenteils mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewege oder fahre oder sonst dergleichen, habe dann die Möglichkeit, hier etwas nicht nur für meine Gesundheit zu tun, Stichwort Fahrradfahren beispielsweise oder Laufen, sondern habe dazu auch noch die Möglichkeit, etwas für meinen Geldbeutel zu tun, während diejenigen welchen, die absolut nicht darauf verzichten wollen, entsprechend eben das bezahlen müssten. Das war so ein spontaner Gedanke, der mir gekommen ist und desto länger ich darüber nachgedacht habe, desto nachvollziehbarer oder desto runder wurde einfach dieses Bild. Jetzt mal auch das unabhängig davon, wie man dazu steht. Also für mich wäre das erstmal jetzt kein Problem, aber ich bin halt nicht alleine auf der Welt. Das ist genau das Gleiche, wie wenn jemand zum Beispiel mir argumentieren will, also sowas sagt in Richtung, nun ja, ist doch nicht schlimm, wenn jetzt in Zukunft alles digital bezahlt werden soll und es dann nur noch digitales Geld gibt. Das ist ja Quatsch, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht, ob du was zu verbergen hast oder nicht. Es sind einfach massive Freiheitseinschränkungen, mit denen man sich hier offensichtlich arrangiert und die man ganz ganz klar akzeptiert und die eben dann im Falle jetzt einer entsprechenden grünen Welle, die vielleicht dann Einzug hält, auch hier in Deutschland, dass das eventuell dann beginnt, so
längerfristig Formen anzunehmen. Und das sind so Gedanken, wie gesagt, also vielleicht bin ich der Einzige, der das so sieht und dann irgendjemand zeigt mir jetzt einen Vogel und sagt, hast du mal daran gedacht und daran gedacht, aber bitte fang nicht an mit DSGVO oder Datenschutz oder so. Also das ist von gestern. Ja, ich glaube auch nicht an Zufälle, dass ausgerechnet eben jetzt zum Beispiel die EU plant, dann im Silicon Valley irgendwelche Botschaften einzurichten, denn die fügen sich dann in diesem Kontext ja auch. Da findet man schon Mittel und Wege, diese Datenschutzentwicklung eben sicherlich irgendwie diesen Einhalt zu gebieten und das irgendwie in ein rechtlich solides oder auf ein rechtlich solides Fundament zu stellen, welches dann auch aus dieser Perspektive unangreifbar wird, aus juristischer Perspektive. Ja, also das ist so, dass wenn ich Begriff CO2-Zertifikat höre, das ist so ein erster Gedanke, der mir in dem Zusammenhang kommt. Also weil ich mir darüber schon mal Gedanken gemacht habe, weil ich das bis jetzt jedenfalls nicht wirklich verstanden habe. Und es sind vor allem auch Möglichkeiten natürlich. Jetzt würde man sagen, hey, wie wollen die Leute denn dazu zwingen, das entsprechend zu schreiben? Das ist ganz einfach. Ich sage einfach, es gibt immer mal natürlich Stichproben. Also Polizei, Kontrollen, die gibt es ja standardmäßig und das ist, ob man Alkohol getrunken hat, wenn man Auto fährt oder nicht. So, und jetzt kannst du es natürlich darauf ankommen lassen und sagen, ja, ich trage das hier jetzt bei Google Maps nicht ein und habe dann nicht diese entsprechende Information. Ja, und wenn du aber erwischt wirst, dann kannst du das einmal rausnehmen, kostet dich das 500 Euro, beim zweiten Mal kostet dich ja 5000 Euro, beim dritten Mal kriegst du auf Lebenszeit den Führerschein entzogen. Ja, und wer glaubt, dass das ja ganz schön hart wäre, der stelle sich mal eine Welt vor, in der mir zu Weihnachten vorgeschrieben wird, mit wie vielen Leuten ich mich zum Weihnachtsgansessen treffen darf. Ja, also das hört sich jetzt sehr plump formuliert an, aber ich denke, die letzten Monate haben doch gezeigt, welche Möglichkeiten dort seitens des Staates bestehen und wie rigoros und wie kompromisslos der auch und auch teilweise für uns sicherlich überhaupt nicht nachvollziehbar und realitätsfern, aber dennoch diesen Wahnsinn in Anführungsstrichen beginnt durchzusetzen. Also durchaus vielleicht mal was, worüber man mal sich Gedanken machen könnte, wenn ihr dazu Gedanken eben tatsächlich habt. Ja, und das alles nur aus dem Wort CO2. Ja, gut. Also, kommen wir ganz kurz zu Gold zurück. Gold hat hier Schwierigkeiten, die 1760er-Region offensichtlich zurückzuerobern. Handelt weiterhin im Bereich um meine potenzielle Inflection. Ich finde das recht schwach, was Gold hier präsentiert. Und es bleibt im Grunde genommen alles dabei. Also, wir handeln unter 1780 US-Dollar pro Feinunze. Handeln unterhalb dieses Niveaus bedeutet etwas anders formuliert, die Chance eines nächsten Flushs auf der Unterseite Ziel 1680 ist durchaus eine ernstzunehmende Option weiterhin. Die Vorgaben sind eher bearish. Wir sehen auch, dass diese Schwäche korrespondiert. Ich mache das auch mal ganz kurz hier über meinen Chart. Da haben wir nämlich gleich den Zins, da müssen wir nicht auf den Kopf denken. Korrespondiert zeitgleich mit anziehenden Zinsen. Also hier sehen wir, der Markt beginnt jetzt auch diesen geldpolitisch restriktiveren Kurs aus zinstechnischer Perspektive einzupreisen. Also wir sehen hier einen klar bullischen Break über 1,38% für 10-jährige US-Schuldtitel. Wir scheinen uns eher aufzumachen, hier erneut die Gefilde um 1,78 anzulaufen. Das, was Gold braucht, denke ich, um hier ein bullisches Szenario eben zu vollziehen und uns davor zu bewahren, nochmal einen Legdown zu sehen zu bekommen in Richtung 1680, ist eine in Anführungsstrichen Eskalation am Aktienmarkt. Denn ein wirklich scharfer Drop, der sich in irgendeiner Form herauskristallisiert, der dann eben geldpolitischen Stimulus seitens der Fed auf den Weg bringt, also wirklich Volatilität begünstigend ist. Andernfalls sehe ich hier durch die anziehenden Zinsen und durch die sich jetzt eher wieder moderater präsentierende Realverzinsung, das mal ganz kurz zeigen, Real Yield Fed. Hier können wir es erkennen, stabilisieren uns wieder relativ deutlich unterhalb von 1%. Also wir haben schon mal deutlich höher notiert und das ist natürlich jetzt wie so ein Fallbeil, was auf Gold hier hinuntersaust. Einfach deswegen, weil Gold es nicht geschafft hat, auf diese sehr negative Realverzinsung und ein insgesamt sehr bullisches, sehr günstiges Umfeld eben entsprechend bullisch zu reagieren und hier deutliche Tendenzen, Avancen auf den Weg zu bringen, eben die 1900er-Region erneut anzulaufen, sondern tatsächlich sich immer relativ schwach abprallend gegen diesen Bereich hier um 1830, 840 US-Dollar pro Feinunze gezeigt hat. Und jetzt durch die wieder deutlich unter einem minus 1% rutschende Realverzinsung ist das natürlich ein zusätzlicher bärischer Treiber, der den Bären natürlich deutlich in die Karten spielt und eben das sehr wahrscheinlich werden lässt, dass wir doch nochmal den Bereich um 1680 eben tatsächlich anlaufen. Und also das sind jetzt mittlerweile alles andere als günstige Umfelde, in denen sich Gold wiederfindet. Ich denke, global makroökonomisch spricht weiter vieles für Gold.
Da hat sich meine grundsätzlich fundamentale Einschätzung nicht geändert. Nur ich kann eine fundamentale Einschätzung haben, wie ich will. Unterm Strich ist der Markt derjenige, welcher den Takt vorgibt. Und die Price Action hier ist unweigerlich bearish. Also das ist unweigerlich schwach und könnte halt jetzt zusätzlich eben nochmal einen bärischen Treiber sehen durch diese Entwicklung, die wir in der Realverzinsung eben hier zu sehen bekommen. So, das also zu Gold. Wir wollen auch ganz kurz mal einen Blick hier werfen auf Bitcoin. Bitcoin hat eine, ganz kurz gucken, ja, potenzielle Achterbahnfahrt, so nennen wir es mal, hinter sich. Nehmt hier was schauen. Ja, ist natürlich jetzt nicht so günstig, weil da fehlt nämlich auch Kurshistorie. Oh. Ein Moment. Nehmen wir den Bitcoin. Also hier einmal auf Tagesbasis. Und wir haben am Freitag, ja, ich mach das mal ganz kurz hier auf 15-Minuten-Basis, 30 vielleicht nicht, 15. So. Moment, Verzeihung, das ist ein bisschen zu weit zurück. Nein, wir hatten am Freitag hier diesen Impuls, das war am Freitag. Gegen die 45.000er Region, relativ scharfer Drop, der uns bis in Gefilde um 41.000 sogar dann bedrohlich nah in Richtung hier der 40.000er Region geführt hat. Und was war der Treiber dafür? Der Treiber dafür war diese News. Wir hatten es gesehen. China Central Bank declares virtual currency related business activities as illegal. Also alle Krypto bezogenen Transaktionen werden seitens der chinesischen Regierung, wahrscheinlich der Notenbank an der Stelle, eben als illegal bezeichnet. No legal tender exchange, exchange between virtual currency and talk, blablabla. Es gab allerdings keinen Ban, also keine Restriktionen hier im Hinblick auf Possession, also das heißt Besitztum von Krypto. Wenn ich also einen Krypto-Account habe oder Bitcoins in irgendeiner Form eben vorrätig habe, dann bin ich davon nicht betroffen. Ich kann nur halt nichts mehr damit machen, im übertragenen Sinne. Und also sehr grob gesprochen. Und das bedeutet jetzt etwas anders formuliert, dass natürlich hier sehr, sehr zügig dann Sorgen aufkamen, dass das vielleicht eine Entwicklung ist, besonders vor dem Hintergrund der Wichtigkeit von China für eben den Kryptobereich, Stichwort auch Bitcoin Mining und dergleichen, dass das eventuell hier dann der Wegbereiter sein könnte für diesen Break unter die 40.000er Marke. Jetzt mal ganz kurz hier zeigen. So, diesen Bereich, den wir ja auch schon diverse Male in der Vergangenheit herausgestellt haben. Aber, und jetzt kommt's, aber wir haben diese Region nicht nur verteidigen können, um 40.000, also uns knapp oberhalb stabilisieren können, sondern parallel dazu, es gab auch am Wochenende nochmal eine Attacke hier, gestern früh. Ja, sehr, sehr dünnes Umfeld immer am Wochenende. Und jetzt haben wir in diesem Zusammenhang eben eine Gegenbewegung gesehen. Und das, was ich jetzt hier sehr stark finde, ist, dass dieser, ich nenne ihn jetzt mal Konsolidierungsbereich, um ungefähr 43.000 US-Dollar, nach dem Scheitern hier am nicht nur Freitagabend, sondern dann auch dort über Samstag an der Stelle, dass diese hat hier gebrochen werden können. Das ist aber bis dahin keine so wichtige oder keine aussagekräftige Information, weil es eben ein dünnes Umfeld ist. Aber er konnte eben auch zum Wochenstart jetzt hier gehalten werden. Also wir konsolidieren oberhalb dieser Konsolidierungszone. Ich finde das ein sehr starkes Signal, weil nämlich das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dieser Effekt, der da jetzt bärischer Natur auf Bitcoin durch diese Ankündigung eben illegale, es ist illegal, Aktivitäten in Kryptowährungen eben zu tätigen, seitens der chinesischen Regierung, dass der offensichtlich in Anführungsstrichen weggeatmet werden kann seitens des Marktes bereits. Also das heißt, man scheint hier seitens des Marktes Bitcoin mehr und mehr eben auch als potenzielle Alternative zum etablierten Fiat-Geldsystem vielleicht zu akzeptieren auf breiterer Front. Also das heißt auch, dass die jetzt im Bitcoin-Trading sich tummelnden, das nicht nur noch als rein spekulatives Asset eben tatsächlich an der Stelle betrachten, sondern beginnen auch darüber hinausgehend, das als ernsthafte alternative Zahlungsmethode eben hier in dem Zusammenhang in Betracht zu ziehen. Ich will es nicht überbewerten, aber es ist durchaus ein Gedanke, der hier in diesem Zusammenhang mir kommt, besonders wenn ich von solch einem, ich nenne es einfach halt Krypto-Schwergewicht wie China, eine solche Ankündigung eben sehe. Trading-technisch, wenn wir es schaffen, jetzt zügig die 45.000 rauszunehmen, dann wäre das es eventuell auf der Unterseite schon wieder gewesen und weitere Aufschläge dann bis 47 beziehungsweise bis hier 48,8, 49
48, ja, 48, 8 machen wir mal draus. 48, 9, 49 doch. Wären dann tatsächlich denkbar. Also das gilt so lange, also dieser bullische Verlauf, nicht nur sofern wir die 45 rausnehmen, sondern auch sofern wir hier die 40 verteidigen können. Sobald die 40 brechen würde, wäre hier für Bitcoin denkbar, dass wir nochmal diesen Bereich um 30.000 eben tatsächlich anliefen. Aber bis jetzt sind die Vorzeichen hier, das, was wir geliefert bekommen, doch erstaunlich stark. Und wie gesagt, die 45 ist ja jetzt derzeit das Key-Level. Kurzfristig vielleicht die 43, sofern wir die droppen, würde ich dann auch nochmal eher die Attacke auf die 40 erwarten, als dass wir eben hier den Lauf in Richtung und den Break über 45 zu sehen bekommen. Ja, das also zu Bitcoin an der Stelle. Und final vielleicht noch ganz kurz ein Blick hier auf den Euro. Ja, hier fehlen auch Kurse. Blöd. Ah, ja, ein bisschen doof. Ein Augenblick. Dann nehmen wir den hier. So, also, ist allerdings nicht so spektakulär. Einen Moment. Also, das Überrollen hier gegen diese Region um 1,19, das hatten wir ja schon zum Thema gemacht, schon seit geraumer Zeit. Jetzt, es ist halt ganz interessant, ehrlich gesagt, wie wir auf diese Wahl, ich glaube, wir haben, wie gesagt, auch dieses klassische Konzept, politische Börsen haben kurze Beine, das sollten wir an der Stelle nicht unterschätzen, denn so wirklich Neues hat jetzt eigentlich dieses Wahlergebnis nicht nach sich gezogen. Das, was initial, ich will das mal ganz kurz hier auf der 5-Minuten-Ebene vielleicht zeigen, was initial so ein bisschen positiv gewertet wurde, war. Mal kurz hier. Ich will es aber auch nicht überbewerten. Also man sieht hier schon, das ist ein extrem dünnes Treiben. Wir haben leicht positiv die Handelswoche begonnen. Also hier um 23 Uhr am Freitag zum Wochenschluss letzte Woche haben wir bei 17,18 gehandelt und sind dann hier eröffnet worden, ganz marginal um 17,17, also nahezu unverändert eigentlich. Es gab so eine leichte, also das wurde dann da hineininterpretiert, aber es sind 5 Pips, also deswegen, ich würde das nicht überbewerten. Es gab so eine leichte Drift auf der Oberseite, wo gesagt wurde, naja, es ist ja eigentlich positiv, dass Rot-Rot-Grün vom Tisch ist. Ich fand diese Interpretation schon sehr grenzwertig, ehrlich gesagt, weil ich das auch, ehrlich gesprochen, nicht wirklich für eine Option gehalten habe. Aber, also, das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen, diese eher tendenzielle Abwärtsdrift, die würde ich eher dem Umstand geschuldet sehen, dass wir eine politische Unsicherheit, einfach ein unglaublich politisches, instabiles Umfeld, in das wir jetzt eintreten und dass wir einfach aus dieser Konstellation monatelang wahrscheinlich einen, in Anführungsstrichen, politischen Stillstand erwarten dürfen, beziehungsweise am Ende vielleicht sogar steht, man kann sich nicht einigen und dann gibt es eben entsprechend Neuwahlen. Und das ist für die zugrunde liegende Währung an der Stelle, den Euro, und dann ausgehend vom Umstand, dass Deutschland wiederum die größte Volkswirtschaft der Eurozone ist, das ist kein Umfeld, in dem du einfach Stärke erwartest. Ganz zu schweigen mal davon, dass wir auch kommendes Jahr im April roundabout die Wahlen in Frankreich haben, zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Auch da zeichnet sich eher eine eurokritische Haltung ab. Marine Le Pen hat da weiterhin verhältnismäßig starken Zulauf. Mal schauen, ob die dieses Mal das Rennen macht. Aber wenn sich die Situation dort auch hinsichtlich dieser sich etablierenden totalitären Strukturen weiter voranschreiten, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es dort gewaltig zu rumoren beginnt. So möchte ich das mal bezeichnen. Und also aus dieser Perspektive muss ich gestehen, scheint es mir derzeit am wahrscheinlichsten, dass wir eben dem Euro eher in Richtung der 1,16er Region uns zunächst aufmachen und dann auch früher oder später der Break tiefer stattfindet, mit weiterem Abwärtspotenzial bis in gefühlt um 1,14 Pi mal Daumen. Und auch würde ich nochmal tatsächlich meine Einschätzung, ich glaube, man sagt reinforced sehen, ausgehend von welcher ich sagte, für die nächsten 12 bis 18 Monate erwarte ich den Euro zum US-Dollar, ausgehend von diesen Entwicklungen und ausgehend vom Umstand, dass die EZB gar keine andere Wahl hat, als weiter geldpolitisch tätig zu sein und Liquidität ins System zu geben, dass eben das in Kombination dazu führt, dass der Euro eher weiter bärisches Potenzial haben dürfte und der Weg tatsächlich sogar in Richtung 1,10 und tiefer eben geebnet sein könnte. Ja, und das wäre es an der Stelle tatsächlich meinerseits gewesen. Ja.
Das wäre es meinerseits gewesen. Ich schaue jetzt mal ganz kurz. Ich sehe hier irgendwie, ich gucke mal jetzt hier noch rein. Also ich hoffe, ich habe keine Fragen übersehen. Weil hier ist nämlich irgendwie so ein kleines Problem irgendwie in der Software, die ich hier nutze, um das sowohl bei Twitch als auch bei YouTube zu streamen. Ist ein bisschen stehen geblieben, in Anführungsstrichen. Also zumindest die Teilnehmerzahlen. Aber Fragen, glaube ich, nee. Wenn ich jetzt hier separat reinklicke, sieht gut aus. Sehr schön. Ja. Ja, dann hoffe ich, dass ich habe euch einen kleinen Mehrwert geben können für euer Trading zum Start in die Handelswoche. Wie gesagt, nochmal schnell zusammengefasst. DAX 15.400 nach unten, 15.7 nach oben. S&P ist sehr wahrscheinlich das Zünglein an der Waage. 4.480, 4.500 Punkte. Wenn wir diesen Bereich zurückerobern, ist auch eher der DAX bullisch zu erwarten, wovon ich ehrlich gesprochen ausgehe, also für den S&P jedenfalls. Das heißt also, ich denke auch eher, dass der DAX sich auf der Oberseite performt präsentieren dürfte. Tesla, wie gesagt, skizziert einen Gameplan, ausgehend von eben den anstehenden Delivery Numbers, die dort am kommendes Wochenende reinkommen. Die 800er Region könnte sehr interessant werden, oder beziehungsweise das Halten im Falle von Tesla Preis technisch betrachtet 67 ungefähr. Das ist ein Bereich. Ja, FedEx vielleicht interessant gegen die 2,26. Was haben wir noch gehabt? Gold eher bearish, weiterhin unterhalb von 1780. Bitcoin mit starker Reaktion. Und mal schauen, vielleicht früher oder später mit Rückerung der 45.000er Marke, die dann eben den Weg Richtung 47, 48.000 und höher auf den Weg bringen könnte. Und ja, soweit wäre es das tatsächlich meinerseits dann zum Wochenstart gewesen. Dann wünsche ich euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wir hören uns wieder morgen 10:30 Uhr zum Morning Meeting, dann am Dienstag, den 28. September 2021, gemeinsam mit Markets. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal und Fragen gerne unterhalb dieses Videos, Kommentare, Anmerkungen, was auch immer gewünscht in Zukunft für die Märkte. Sehr gerne. Ich würde mich freuen, dort euren Wünschen eben meine Betrachtung folgen zu lassen. Und das war's meinerseits. Also habt euch wohl, macht's gut, bis dann.